Leute, wir sind hier bei meinen Feiern, meinem Garten. Wir haben Bier, meine Familie. Ich bin Mark Lindling, ich bin 22 Jahre alt. Auf geht's, Mark! Und ich war 3, ich habe nach Kanada gegangen mit meiner ganzen Familie. Und von 3 bis 15, ich habe alle meine Schule gemacht in Kanada. Und dann jetzt, ich bin hier in Deutschland für die letzten 6 Jahre. Wir sehen uns gleich, ciao! Und für meinen Beruf, ich bin ein Profi-Eishockey-Spieler hier in Deutschland. Ich sag es, wie es ist. Ich bin schon Fan, bevor du losgelegt hast. Echt? Ja, cool. Weil du Eishockey-Spieler bist. Ich bin großer Eishockey-Fan. Ich war immer bei ein kleines Kind ein Fan vom Eishockey. Es ist ein Traum, Profi-Eishockey spielen. Und ich lebe das so. Ach so? Du bist doch kein Profi-Eishockey-Spieler. Da sind noch alle Zähne drin. Nee, die 2 Zähne hier sind falsch. Komplett falsch, ja. Mein Vater hat 20 Jahre in Eishockey gespielt und ich war immer meine Hero, so. Jetzt, ich bin hier mit meinem Vater, Fred. Wir gehen. Hallo, Deutschland! Dein Vater ist dein Hero? 100%. Immer. Das ist meine beste Freundin, meine Hero, mein alles. Und wo ist er? In Kanada. Das ist die Problem. Das ist schade. Ja. Aber er ist ein bisschen auch da. Mit der ganzen Familie. Hallo, könnt ihr uns hören, Kanada? Oh, that's awesome. Mann, wir sind alle super, super stolz auf dich und wir denken an dich und wir werden dich alles anschauen. Mark, ich weiß genau, dass du gut singen kannst. Wir sind sehr stolz auf dich und viel Spaß. That's awesome. Okay, let's go, boy. Das ist cool. Hättest du gerne hier jetzt? Ja, ich vermisse meine Familie. Immer. Jeden Tag. So. Ich habe die beste Familie in der Welt. Und ich war ein Kind, ich war nur Sportler. Ich habe probiert, Gitarre oder singen oder so in der Dusche. Aber das war nicht ein Hobby von mir. Und dann, wenn 19 gekommen, ja, ich so, okay, ich probiere mit Gitarre. Und dann jetzt, 4 Jahre später, ich habe ein paar Songs auf Spotify. Und ich liebe das. Ich gebe eine 120% für alles. So, ich muss hochgehen. Ciao. Ich bin froh, dass ich hier bin. Und ich habe eine Chance für nicht nur einen Sportler, ich bin auch ein Sänger. Say there's so much you don't know. You need to go and find yourself. Oh, shit. Who said it's true? And that the growing only happens on your own. They don't know me. Change right next to me. When you're high, I'll take the lows. You can ebb and I can flow. And we'll take it slow and grow as we go. Oh, shit. Grow as we go. Let's go, let's go, let's go. Can't promise it's not written in the stars, but I believe that when it's done, you're gonna see that it was better that we grew up together. But tell me you don't wanna leave, 'cause it changes what you need.
change right next to me. Das war echt gut. Das war gut. Wer haben wir hier? Ich bin Marc. Ich bin 22. Ich habe mein ganzes Leben in Kanada gewohnt. Aber jetzt, ich bin hier in Garmisch-Partenkirchen. Ich glaube, dein Problem ist dein Name. Nein, es war... Was denkst du? Wie hat es gegangen? Für mich, ich habe ein bisschen Angst. Ich ist mein erstes Mal auf ein Stage für Singen. Und ja, ich habe alles gegeben und... Das hast du gemacht. Ja, wirklich. Dankeschön. Ich muss sagen, der Moment war super, super schön. Du hast eine super schöne Voice, ganz gefühlvoll. Aber ganz ehrlich, ich glaube, du brauchst ein bisschen mehr Probe und Zeit und Erfahrung. Du bist ein toller Typ und du hast auch eine sehr, sehr schöne Stimme. Für mich hat es nicht ganz gereicht. Ich glaube, du musst noch ein bisschen daran arbeiten, deine eigene Identität zumindest stimmlich zu finden oder deine Persönlichkeit, deine eigene noch mehr in deiner Stimme wiederzufinden und zum Ausdruck zu bringen. Und dann, glaube ich, kannst du viel erreichen. Bitte, don't stop making music. Du hast ein Geschenk, ein Gift in dir und mach weiter. Vielen Dank. Dankeschön. Dankeschön. Schöne Show. Danke. Und du brauchst einen neuen Namen auch. Mark funktioniert nicht. Das war schon gut. Das war ja awesome. Das war awesome performance, man. You can be proud of yourself. You can be so proud. Wie fühlst du dich jetzt? Ein bisschen traurig, aber ich habe alles mein gegeben. Du musst es auch sportlich sehen. Ey, du hast noch nie auf der Bühne gestanden. Was ist passiert, als du das erste Mal aufs Eis gegangen bist? Runterfallen, so. Nochmal ausgehen. Ich war mein erstes Mal auf dem Stage. Ein bisschen anderes vom Eishockey. Ja, ich bin proud of myself und das war richtig cool. Marc, was mache ich mit dir? Ich glaube, ich will dich. Oder doch nicht? Guck da am besten vorbei auf thevoice.de und dann seht ihr meine Entscheidung.